und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück bei Let's Play WWE 2K14. Ich befinde mich aktuell in einer kleinen Vorproduktionsphase, da der Tobi umzieht und ich brauche ein paar Videos. Also, ja, prügeln wir das Ganze heute mal gediegen durch. WWE 2K14, das letzte Mal Falls Count Anywhere, Triple H gegen Silver Cage, das ist jetzt Vergangenheit und wir gucken mal, was der Weg so für uns noch bereitet. Wir waren jetzt eben bei unserer selbst kreierten Show Heat und jetzt sind wir bei SmackDown. Er besiegt AJ Lee und ist neue Number One Contenderin auf den Diva-Titel. So, Wade Barrett, Antonio Cesaro und WWE.com sagt uns, da ist was. Randy Orton und Sheamus sind beide voller Zuversicht mit Blick auf ihren bevorstehenden Titelkampf. Wer wird es sich den Titel holen? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass jetzt Night of Champions ansteht. Divas Championship. Caitlyn gegen Natalya. Und Natalya gewinnt. War nicht gerade irgendwie noch Layla Number One Contender? Naja, vielleicht geht das nach dem Pay-Per-View. Auf jeden Fall ist Natalya neue Diva Champion. Kann das sein? Ah ne, er hat ihn verteidigt. Okay, hab nichts gesagt. So, Rey Mysterio und Sin Cara verlieren gegen Tensai und Brodus Clay. Tensai schlägt Sin Cara unerwartet. Ja, die haben also jetzt den Titel verteidigt, okay. Dann haben wir... Die Orton gegen Sheamus, World Heavyweight Championship. Und Randy Orton gewinnt und verteidigt. Wade Barrett besiegt Antonio Cesaro. Es ging um den Intercontinental-Titel. Kofi Kingston besiegt Dean Ambrose. Da ging es um den United States-Titel. Titus O'Neil gegen Darren Young. Da gewinnt Titus O'Neil. War mal Tag Team, die Primetime-Players. Und Silver Cage gegen Triple H. Es geht, das sollte man anmerken, nicht um den Titel. Das müssen wir halt wirklich anmerken. Aber Extreme Rules gegen Triple H. Rivalitätsmatch. Okay. Extreme Rules. Und wenn wir das gewinnen, dann sind wir ein ernsthafter Herausforderer bezüglich des WWE-Titels. Silver Cage, der also heute Triple H herausfordern wird in einem der wichtigsten Matches seiner Karriere, wenn nicht sogar dem wichtigsten Match seiner Karriere. Große Bühne hier beim Pay-Per-View Night of Champions. Eigentlich heißt es ja, dass bei Night of Champions jeder Titel verteidigt werden muss. Das ist hier aber aus irgendeinem Grund nicht so, aber da wollen wir mal nicht unken. Wer weiß, warum es hier halt dann nicht so ist. Man hat das Ganze vielleicht kurzfristig abgeändert. Approaching the ring from Britain.
Greenwich, Connecticut. Weighing 255 pounds, the WWE Champion, the Game Champion. Es gab ja immer zu diesem Pay-Per-View ein paar Verwirrungen. Der Status, den die WWE immer hatte zu diesem Pay-Per-View, war, dass jeder Titel auf dem Spiel steht. Heißt aber auch, dass es ein paar Matches geben kann, die nicht unbedingt Titelmatches sind. Es heißt nicht, dass jedes Match ein Titelmatch ist, sondern einfach, dass jeder Titel auf dem Spiel steht. Hier ja, hat 2K das Ganze im Universe-Mode nicht umgesetzt. Leider. Denn der WWE-Titel steht hier nicht auf dem Spiel, ganz einfach, weil wir noch nicht der Nummer 1 Herausforderer sind auf dem Titel, aber trotzdem ein Rivalitätsmatch gegen Triple H bestreiten. Aber wenn wir das Ding hier heute gewinnen, dann sind unsere Chancen ganz gut, in naher Zukunft ein Titelmatch zu bekommen. Aber natürlich dürfen wir den King of Kings hier nicht unterschätzen und dürfen den Sieg hier als Selbstverständlichkeit annehmen. Das wäre fatal. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, ab dafür. Silver Cage gegen den King of Kings. Dann gucken wir mal, wie die beiden hier in das Match starten. Silver Cage hier mit seinen ersten Aktionen, der er durchbringen kann. Also der als erstes hier das Ruder übernimmt und Triple H mal direkt hier zeigen will, wo es lang geht. Schmeißt ihn da jetzt aus dem Ring und dominiert das Match hier bisher. Double Axe Handle gegen den WWE-Champion, der bisher noch nichts großartig zeigen konnte. Jetzt kann er was zeigen. DDT draußen auf dem Hallenboden. Und jetzt Konter von Silver Cage. Triple H wollte da die Barrikade mit einbeziehen. Silver macht das jetzt aber auch. Muss Triple H vor der Barrikade abbremsen. Und jetzt, ja, auf der Rampe tut das Ganze natürlich nochmal ein Stückchen mehr weh. Aber Extreme Rules Match, das heißt kein Countout. Pin und Submission zählen allerdings nur im Ring. Und da nimmt sich Silver Cage jetzt den Stuhl und Triple H kann sich da gerade noch wehren und zeigt da einen DDT erneut. Und was sucht er jetzt? Er sucht sich auch einen Stuhl. Der von Silver ist ihm anscheinend nicht gut genug. Und jetzt beide, die da aufeinander losschlagen wollen. Wer ist jetzt der Erste, der hier Schaden davon trägt? Es ist Silver Cage, der den Stuhl hier auf den Kopf bekommt. Der kann Triple H den Stuhl trotzdem wieder abnehmen und jetzt Triple H zu Boden genietet. Und jetzt ein Fisherman auf den Stuhl. Und Silver Cage jetzt wirklich mit einer intensiven Attacke. Nochmal ein DDT. Bezieht den Stuhl da wirklich voll und ganz ein. Was hat er jetzt vor? Ein Submission Hold. Außerhalb des Rings bringt ihm das aber nichts. Triple H muss im Ring aufgeben. Jetzt hat Silver sich dort einen Tisch organisiert. Möchte eine Aktion zeigen. Triple H kontert Belly to Belly. Triple H aber trotzdem angeschlagen. Natürlich nach den Situationen und nach den Aktionen, die er da einstecken musste. Schöner Neckbreaker von Silver Cage, der jetzt den Tisch mitnimmt und in den Ring befördert und Triple H damit zu Boden schickt.
So, aber Triple H, der will jetzt unbedingt wieder zurück in dieses Match. Kann er das schaffen? Kann er das schaffen? Erstmal muss er hier durch den Tisch. Bitter für Triple H. Da wollte er zurück ins Match finden und Silver schickt ihn da einfach durch den Tisch. War das hier vielleicht schon die Vorentscheidung? Jetzt geht's draußen gegen das Kommentatorenpult für Triple H. Silver auf dem Top Rope Elbow. Direkt hinterher. Und jetzt nimmt er sich dort die Mülltonne. Was hat er jetzt vor mit Triple H? Front Slam gab es da. Und er macht ja wirklich mit Triple H, was er will. Das muss man ganz einfach so dazu sagen. Ansatz zur Spinning Powerbomb. Und die sitzt draußen auf dem Hallenboden. Und jetzt könnte es für Triple H langsam dem Ende entgegengehen. Ansatz zum Package Piledriver. Und er ist durchgegangen. Package Piledriver gegen Triple H. Oh oh. Oh oh. Und direkt noch der andere Finisher hinterher. Wow, also Triple H hat hier noch, ich glaube, keine einzige Aktion wirklich durchbringen können. Jetzt kann er aber kontern. Jetzt kann er kontern. Triple H, findet er vielleicht irgendwie zurück ins Match? Zeigt dort ein paar Tritte gegen Silver, der kontert einen heranlaufenden Triple H ohne Probleme aus und zeigt einen mustergültigen Spinebuster. Und ein Belly-to-Belly draußen auf dem immer noch Hallenboden. So, jetzt Triple H. Oh, ein Russian Leg Sweep auf die Mülltonne. Ein Russian Leg Sweep auf die Mülltonne. Das könnte ihm vielleicht die Zeit geben, die er braucht. Denkste. Oh, Fisherman gegen die Ringtreppe. Triple H war gerade dabei, ein bisschen Momentum zu bilden. Aber Silver mit einer gekonnten Abwehr dieses Versuches von Triple H ins Match zurückzufinden. Was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Legt Triple H da aufs Kommentatorenpult. Steigt jetzt auch noch da drauf. Silver Cage. DDT durchs Kommentatorenpult. DDT durchs Kommentatorenpult. Und ich denke mal, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das war's. Also Triple H kriegt hier wirklich einmal die volle Ladung eines wutgeladenen Silver Cage ab. Also das ist ja unnormal. Silver will es jetzt beenden. Underhook Pile Driver. Das war's. Das war's. Aber er geht nicht zum Pin. Er geht nicht zum Pin. Was hat er denn stattdessen hier vor? Triple H will nochmal anrennen gegen Silver Cage. Das kriegt er allerdings nicht hin. Silver nimmt sich erneut Triple H. Spinning Powerbomb. Anschließendes Cover. 1, 2, 3. Der Sieg für Silver Cage. Und das war eine ganz, ganz eindeutige Angelegenheit. Eine ganz, ganz eindeutige Angelegenheit. Triple H hatte seine Phasen. Da hat er mal ein, zwei Moves zeigen können. Aber Silver schmetterte diese Comeback-Versuche von Triple H immer wieder ab. Zum Beispiel mit einem Underhook Piledriver, dann die Spinning Powerbomb
zum Abschluss. Und da führt er hier den WWE-Champion vor. So, was passiert jetzt? Beide stehen da jetzt im Ring und Triple H mit Applaus und einer respektvollen Geste. Das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal. Können wir Triple H vertrauen? Wir werden es sehen bei Monday Night Raw. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play WWE 2K14. In dem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.